So, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Dark Souls. Ja, wir haben das Tutorial Level abgeschlossen und sind jetzt hier in Lordran und sollen uns aufleveln. Das machen wir natürlich gleich. Aufsteigen. Also den Bild, den ich spiele, werden wir uns hauptsächlich auf Kondition, Vitalität, Beweglichkeit und Wille spezialisieren. Eigentlich fängt man mit Kondition an, nachdem es Ausdauer und Belastung steigert und das immer sehr wichtig ist und Blutungsresistenz. Aber mit neuer Beweglichkeit kann man viele Waffen einfach nicht gut genug benutzen. Deswegen bringe ich das erstmal auf 12. Ist meine Begriffe jetzt eher wichtig, dass man erstmal gescheite Waffen benutzen kann. Und die nächsten Level werde ich mich dann eben darauf spezialisieren, hauptsächlich auf Kondition erstmal auf 40 zu bringen. Es wird eine Menge Zeit in Anspruch nehmen. Und dann werde ich mein Bild vorstellen, wenn es soweit ist. So, was weiter diese Leuchtfeuer bringen. Meine Zauber, hier der Feuerball, werden wieder aufgestockt hier, wenn ich einen verbrate. Die Feuerbälle. Ich gehe hier rein. Und das habe ich wieder 8. Daran immer denken, wenn man Zauberer, Pyromant oder Kleriker spielt. So. Was hast du hier zu sagen? Well, what do we have here? You must be a new arrival. Let me guess. Fate of the undead, right? Well, you're not the first. But there's no salvation here. You'd have done better to rot in the undead asylum. But too late now. Well, since you're here, let me help you out. There are, actually, two bells of awakening. One's up above in the undead church. The other is far, far below, in the ruins at the base of Blight Town. Ring them both, and something happened. Brilliant, right? Not much to go on. But I have a feeling that won't stop you. So, off you go. It is why you came, isn't it? To this accursed land of the undead? Ja, sympathischer Kerl. Also wir haben es gehört, unsere Quest ist es, zwei Glocken zu läuten. Eine oben, eine unten. Und ja, das wird jetzt hauptsächlich eine Vorbereitungsfolge. Ich werde noch ein wenig sammeln gehen. Das, was ich in meinen Augen eher brauche. Mit diesem Kerl könnten wir auch noch reden, allerdings sagt er uns nichts Gutes, nichts Wertvolles. Er bringt uns auch nichts. Solange wir nicht seinem Bund beitreten, der heißt der Weiße Pfad, und er hat eigentlich keine Vorteile, also ich wüsste keine. Wenn ihr welche wisst, bitte schreibt es in die Kommentare, damit ich und alle anderen, die es lesen, wissen. Und hier unten ist eine kleine Geheimkammer, sagen wir mal Geheimkammer. Hier sind ein paar Schatztruhen mit, ja, wichtigen Items, teilweise nicht. Diese geborstenen roten Augäpfel bringen, dass ich in die Welt eines anderen Spielers einfahren kann. Dass ich mit ihm gegen ihn kämpfen kann und wenn ich gewinne, eine Menschlichkeit krieg. Talisman, ja, morgenstellende Waffe und Talismane. Talismane brauche ich eben, wenn ich Wunder wirken werde. Wunder wirken möchte. Ja, dafür werden die gebraucht. Das ist halt Feuerhandschuhe für Wunder. Heimkehrknochen teleportieren mich bis. Teleportieren mich direkt zum letzten benutzten Rastfeuer. Ist sehr praktisch, sehr wichtig, vor allem wenn man gerade in Trouble ist, um wegzukommen. Und diese Leut-Talismane, die bringen einen eigentlich nur eher in PvP was. Es gibt PvE eine Benutzung, aber die kann ich erst später zeigen. Hauptsächlich PvP, damit sich der Host nicht heilen kann. Fieses Zeug, wenn man damit trifft. So, das hier ist alles ein Suicide Run. Nicht vergessen, das ist wirklich, wenn man stirbt, es ist nicht schlimm. Wenn man stirbt, bleiben genauso hier Blutfleck übrig. Und wenn ihr es nicht überlebt, geht einfach weiter, wenn ihr euer Zeug habt, das was ihr haben möchtet. Also diese zwei Seelen hier hauptsächlich. Bei diesem Teil, bei diesem Friedhof, versucht nicht gegen die Skelette zu kämpfen, die sind zu stark. Die werden euch töten. Die werden auch mich töten, wenn sie mich erwischen. Und hier hinten ist auch noch eine Seele, nicht vergessen. Jetzt ganz schnell zurück ans Lagerfeuer. Wenn wir bei diesem Lagerfeuer eben sind, dann hören sie auch uns zu verfolgen. Allerdings, wenn sie in einem bestimmten Radius sind,
Standard geht dieses Lagerfeuer aus, dann können wir es nicht benutzen und wir müssen warten, bis wir sterben. So. Da oben habe ich jetzt in der Hast was vergessen. Er sagt, ich wollte es nicht holen, nachdem ich Angst hatte, dass die Skelette zu nah rankommen. Hier oben haben wir noch ein kleines Geschenk. Zum einen ist hier diese riesige Krähe, mal ganz ehrlich. So wie Lee im letzten Part uns gepackt hat, ich wäre da nicht ruhig sitzen geblieben, ich meine. Bitte. Krähe, pack mich ruhig, das ist okay, ich habe kein Problem damit. Nein. Also diese Krähe ist angeblich eine Dienerin der Sündengöttin Velka. Und Velka ist halt für die Leute, die sündigen, zuständig, die richtet sie. Und das ist eine ihrer Dienerinnen. Oder eine ihrer Formen, ich weiß es gerade nicht. Und die hat uns hierher gebracht, wir sind von den Göttern beschützt. Aha. Das bringt uns leider wenig. Okay, weiter geht's. So, das ist jetzt die zweite Route, die viele Anfänger nehmen, die einfach in ihren Tod führen. Denn hier unten, wenn man gut aufpasst oder einfach nur erkundet, kann man sehen, hier geht ein Weg weiter mit einem kleinen Aufzug hier versteckt. Wenn man in die Mitte steigt, per Druckplatte, wird man hier nach unten gebracht und man kommt in ein neues Gebiet. Wenn ich ehrlich bin, ich als Dark Souls Anfänger, als ich hier angefangen habe, als ich hier unten angekommen war, das hier gesehen habe, dachte ich mir, nope, und bin wieder umgedreht. An sich gute Entscheidung, nachdem ich mir einige sinnlose Tode erspart habe, aber aus den falschen Beweggründen. Und hier haben wir den namenlosen Seelensoldaten, also diese Seelen hier, verlorene Untote, die bringen uns hauptsächlich, also eigentlich nur Seelen, also bringen uns extra Seelen, ohne dass wir Gegner töten müssen. Und dadurch können wir eben besser leveln, wie wir gesehen haben, Seelen man zum einen zum Leveln benutzt, es gibt noch andere Funktionen. Seelen ist nämlich auch die Währung. Und hier haben wir einen Panzerbrecher. Das ist eine Waffe, die ich jetzt ausrüsten werde, dafür habe ich mir auch diese 12 Geschicklichkeit geholt, damit ich sie benutzen kann. Aus zwei Gründen, zum einen, der Panzerbrecher ist besser beim Parieren und beim Backstabben, macht mehr Schaden. Das wird jetzt eher meine Hauptmethode sein, Gegner zu töten. Und zum zweiten, ich bin ein sehr großer Schwertfan. Ich mag einfach Schwerter mehr als Äxte. So, Wanderfluch. Wanderflüche, damit können wir uns selbst kurze Zeit verfluchen, sage ich mal. Was uns das bringt, an sich nicht. Also an sich hat es nur einen Zweck. Hier in diesem Gebiet, werdet ihr gleich sehen, gibt es Geister. Und diese Geister kann man nur angreifen, wenn man diesen Wanderfluch benutzt, wenn man eine verfluchte Waffe benutzt oder wenn man selbst permanent verflucht ist. Nachdem ich nicht weit genug bin, um verflucht zu sein oder eine permanente Waffe zu, permanent verfluchte Waffe zu besitzen und ich wirklich mir nicht traue, mich gegen sie aufzumüpfen und beinahe hier gestorben wäre. Das muss nicht. Schau, ob ich lebend nach Hause komme. Verdammt, ich mich nicht. Let me go. Let me go, please let me go. Ja, das ist der zweite Suicide Run. Also, wenn sie euch töten und ihr habt diese Feuerhüterseele, sowas, wenn ihr die habt, kommt nicht wieder hierher. Es ist grauenhaft. Wenn man hier stirbt, verliert man sein Zeug, also seine Seelen, seine Menschlichkeit, seine menschliche Form. Deswegen macht man so Suicide Run hauptsächlich am Anfang oder wenn man einfach nichts hat. Einfach nur, damit man keine Seelen verliert, wenn man nämlich ein zweites Mal stirbt, bevor man sein Zeug wieder einsammelt. Die sind so in Form von Blutflecken und Überresten, so wie diese hier. Die sind hergestorben. Ja, der ist wahrscheinlich wieder aufgequollen. Wenn man diese Blutflecken nicht einsammelt und dann stirbt man nochmal, verschwindet der alte und der neue ist wieder da. Und meistens ist es eben so, dass der alte verschwindet, weil man auf dem Weg zum alten hin wieder gestorben ist. Und das Ganze ist weg. So, diese Türe wäre eigentlich verschlossen, aber durch den Generalschlüssel, den wir am Anfang uns gegeben haben, können wir hier rein und nochmal zwei Seelen uns holen. Im echten Spiel, also im normalen Spielverlauf, würden wir hier sehr viel später herein können. Das ist auch dieser Weg. Ich könnte ihn gehen, aber ich mache es nicht, denn ich bin noch zu schwach. Nein, wir werden diesen Weg nochmal sehen. Das ist normalerweise ein Hauptteil meines Spiels. Also so wie ich das Spiel durchspiele, ist normalerweise das ein Hauptweg. Aber
nachdem es eine große Abkürzung ist, von einem Gebiet, das ich absolut verabscheue. Aber ich möchte es ja anfängerfreundlich machen und zeige euch dementsprechend das Wichtigste, das Nötigste, fast alles, tun auch fast alles, was man in diesem Gebiet bekommen kann. Deswegen muss ich den ganzen Weg gehen. So, hier haben wir einen untoten Drachen. Solange ihr ihn nicht angreift, macht er euch nichts, könnt dieses ohne Probleme nehmen. Was ihr nicht machen dürft, ist, zu diesen beiden Seelen hinzugehen. Dann wacht er auf und in diesem Moment, sobald er aufwacht und euch trifft, seid ihr tot. Dahinter geht's auch noch weiter, aber da würde ich nicht, da würde ich euch nicht empfehlen hinzugehen. Da kommen andere Gegner, die sehr stark sind. Die werden uns auch im späteren Verlauf noch Probleme bereiten. Nebenher, den Weg solltet ihr dann lieber wieder zurückgehen. Jetzt haben wir auch eigentlich unsere Vorbereitung abgeschlossen. Wir haben hier ein paar Seelen gefunden. Die kann man sich aufheben oder gleich verprasseln, um möglichst früh, möglichst hoch zu kommen. Ich werde es mir aufheben, falls ich unbedingt irgendwas haben möchte, zu faul bin, zu farmen oder es euch einfach nicht antun möchte. Werde ich diese dann einfach benutzen. So. Nun werde ich endlich eine Menschlichkeit benutzen. Hier, Menschlichkeitszähler geht hoch und es heilt mich sogar komplett. Ich werde diese Menschlichkeit aber noch nicht benutzen. Man kann Menschlichkeit opfern an diesen Lagerfeuern. Zeige ich euch gleich wo. Und ich werde es noch nicht opfern, denn wenn man Menschlichkeit hat, wird zum einen die Drop Rate bei Gegnern erhöht. Was immer praktisch ist, mehr Items zu kriegen. Und zum anderen, Gegner vergeben dir manchmal Menschlichkeit direkt in deinen Zähler. Aber wenn man Menschlichkeit schon besitzt, passiert das einfach häufiger. Die Wahrscheinlichkeit einfach höher. Von dem her ist es sinnvoll, immer so mit einer Menschlichkeit rumzulaufen. So, nochmal, nachdem wir durch die Mühe... Was bringt eigentlich eine Feuerhüterseele? Ist eine Seele einer lang vergessenen Feuerhüterin. Jede Feuerhüterin ist eine Verkörperung ihres Leuchtfeuers und zieht die ihr dargebotene Menschlichkeit an. Da unendliche Menschlichkeit an ihrer Seele zehrt, kann sie die Macht des Isos-Lakuns steigern. Ein verstärkter Isos-Lakun birgt dichteren Estus, was eine Zunahme an regenerierten TP mit sich bringt. Ja, also hauptsächlich, man kann sie heilen. Und es gibt tatsächlich hier Benutzen, allerdings, wenn ihr es benutzt, kriegt ihr 5 Menschlichkeit und die Seele ist weg. Euer Estus-Lakun wird dadurch nicht verstärkt. Das ist ganz wichtig, also nicht benutzen, den Fehler habe ich beim ersten Mal gemacht. Geht zu dieser Dame hin. Sie kann leider nicht mit uns sprechen. Es geht. Man kann sie zum Sprechen bringen. Ich weiß allerdings nicht wie. Und ihr Isos-Lakun verstärken. Sie kann es machen, auch wenn sie nichts sagen kann. Und jetzt haben wir Isos-Lakun plus 1. Bringt eigentlich, ja, mehr Heilung. Muss man weniger heilen, weniger benutzen, um sich voll zu heilen. Und das ist immer wertvoll. So, hier nochmal kurz ans Bonfire, um mich alle Leben zu holen. Und hier immer bei Entfachen. Fachen braucht man Menschlichkeit und bei Aushöhlung umkehren braucht man Menschlichkeit. Aushöhlung umkehren ist einfach, ich nehme meine menschliche Form an. Fachen ist, da steigt diese Flamme hoch und man bekommt mehr Estus Flask. Also das ist jetzt die höhere Form, 10 Estus Flask. Normalerweise, wenn man ein Bonfire betritt, verliert, kriegt man eben nur 5. Und ja, dann begeben wir uns mal auf unsere epische Quest. Quest, die erste Glocke zu ringen. So, und ganz normale, reguläre Gegner haben leichte Rüstung, wie ihr seht, wesentlich mehr Schaden als die alte Handachse mit Parieren. Wesentlich mehr Schaden, wesentlich mehr Seelen als die alten Gegner im Asyl. Dafür ein bisschen tougher, aber ganz wichtig, wenn ihr es versucht, also wenn ihr hier einfach rumgeht und die Gegner tötet, bleibt vorsichtig. Versucht nichts Riskantes, macht sie einzeln und danach sollten sie wenig Probleme darstellen. Der einzige, der Probleme machen könnte, wäre dieser Feuerheini, der mir mit Feuer nach mir schmeißt. Allerdings kümmere ich mich um den erst später, denn da hinten ist noch ein Item. Also komm mal ran. Wenn man jetzt also sprintet und im Sprinten ausweichen drückt, so kann man springen und über diese kleine Gruft hier rüber springen. Das geht anders nicht. Anders fällt man ganz einfach knallhart in den Tod. So, hier schön seitlich gehen, damit man nicht runterfällt. Und wir bekommen einen Ring der Opferung. Einen Ring der Opferung könnten wir anlegen. Bringt
Dieser mystische Ring wurde im Zuge eines Opferrituals von Velka, der Sündengöttin, geschaffen. Der Träger erleidet bei seinem Tod keine Verluste, der Ring aber zerbricht in diesem Fall. Ja, also, anstatt dass wir eben Menschlichkeit, menschliche Form und unsere Seelen verlieren, wenn wir sterben, verlieren wir eben diesen einen Ring. Gibt es aber nur selten, sollte man aufheben, wenn man sie wirklich braucht. Und hier ist wahrscheinlich einer runtergefallen. Ich sehe ihn jetzt nicht. Schade. Ganz vorsichtig hier vorbeigehen. Da kann man leicht runterfallen. Ist mir oft passiert. Und wieder zurückspringen. Und da haben wir unseren Feuerheini. Haha. Er kriegt uns nie. Da. Vorbei. Gestochen. Da sieht man jetzt auch wunderbar den Schadenunterschied zwischen Parieren und Backstabs. Ist eine Menge. Weil Backstabs sind auch einfach leichter. Blocken, rumlaufen ist einfacher als dieses Parieren-Moment perfekt hinzukriegen und dann auch noch im richtigen Moment Angriff zu drücken, damit Parade kommt und nicht ein normaler Angriff. Weitere wartet hier oben, sehnsüchtig darauf, uns zu töten. Und schafft es nicht. So. Bei diesen Treppen ist es wichtig, dass man möglichst nah an den Gegner rangeht, weil sonst triggert man diese, ja, Paradesequenz nicht. Und man greift normal an. So, hier hinten haben wir nochmal etwas. Und jetzt kommt ein sehr nerviger Gegner. Dafür nehme ich die Feuerhand, weil mit meinem Degen würde ich einfach drüber schlagen. Hier eine Ratte. Töte sie aus der Entfernung mit einem Feuerball. Macht sie keine Probleme. Wenn sie euch trifft, kann sie euch vergiften. Und, oh Junge, ihr wollt nicht in diesem Gift stehen. Oh nein, ihr wollt nicht vergiftet sein in diesem Spiel. Denn ich glaube, es gibt kein Spiel, in dem man so lange vergiftet ist, wie in diesem hier. Es ist grauenhaft. Man hat eine relativ hohe Anzeige mit dem Equipment eines Pyromanten. Eine relativ gute Giftresistenz hier. Wir haben 194. Das muss ich komplett füllen, bevor wir vergiftet werden. Oder zumindest fast komplett füllen. Aber es muss auch komplett runtergehen, damit wir nicht mehr vergiftet sind. Und es dauert eine Ewigkeit, dass das passiert. Und ich weiß nicht, warum es jetzt ein bisschen laggt. Weiß ich wirklich nicht. Tut mir leid. So, nochmal hier. Boom. Und jetzt sind wir endlich in der untoten Stadt. Sieht doch ganz schön aus hier. Ja, also auf jeden Fall ein großes Spiel. Zumindest sieht es sehr groß aus. Hat auch viel zu entdecken. Die Welt ist jetzt nicht überdurchschnittlich groß. Es gibt eine Menge zu entdecken, wie gesagt, aber es ist halt einfach nichts Überdimensionales, in dem man Ewigkeiten erkunden kann. Einfach nur, man hat oft keine Lust zu erkunden, weil man ständig stirbt oder ein dämlicher Gegner vorne auf dich wartet, der jedes Mal wiederkommt. Hinten erwartet uns nichts. Diese Nebelwand gehen wir noch nicht. Hab Angst. Nein, hier gibt es noch ein kleines Secret, das erste. So ziemlich erste. Hier durch diese Fässer rollt. Kommt man hier drauf. Man kann eine Seele bekommen. Wenn man hier an der Seite runter geht, sind wir an einem neuen Teil dieses Gebietes. Hier kommen zwei Gegner. Seid sicher, dass ihr die zuerst tötet, bevor ihr überhaupt dran denkt, weiterzugehen. Denn sie sind hier, wie ihr sehen könnt, genauso schwach, sehen genauso aus und bringen genauso viele Seelen wie die im Asyl. Allerdings machen sie mehr Schaden. Sie können einen richtig, richtig verprügeln, wenn man nicht aufpasst. Und ist mir tatsächlich auch schon passiert, dass ich fertig gemacht wurde von denen, weil ich einfach nicht aufgepasst habe und hier in so einer Engpassage von denen eingequetscht wurde, nicht mehr weggekommen bin, Panik geschoben habe und dann voll verkackt habe. Wenn ihr auf Erkundung geht, geht sicher alle Gegner zu töten, damit man nicht überrascht wird. Und versucht die Gegner wirklich, wenn ihr welche seht, einzeln zu locken. Hier zum Beispiel, hier hängen sie, nicht übersehen. Ganz wichtig, hier einmal angreifen, dann fallen sie in den Tod. Haha. Die anderen zwei werden wir nicht erreichen. Da kommen sie runtergeschossen. Stirb. Stirb. Zack, verstochen. Und wir erhalten Abfall. Gut, man denkt sich am Anfang, Abfall, tja, möchte ich wegschmeißen. Hier, Kummer, der wurde wahrscheinlich gefallen. Achtung vor der Dresche. Ja, die zwei wurden verprügelt. Die wurden überrascht von dieser Falle. Und wahrscheinlich waren enttäuscht von dem Abfall. Allerdings ist es ein relativ gutes Item, nachdem man
es tauschen kann. Man kann in diesem Spiel tauschen mit einem bestimmten NPC. Und man kann dafür ein relativ gutes Item eintauschen. Und da sterben dann die Leute endlich, die wir runtergekickt haben. Brutal, brutal. Und ja. Wir nähern uns dem Ende des Partes. Das werde ich noch schnell hier töten. Wunderbar, Sprungkick. Ich habe zwar keine Ahnung, wie ich getroffen habe, aber hey. Ich möchte mich nicht beschweren. Und ja. Was sagt der noch? Der sagt, du uns versuchst mit Absprung. Das ist ein Lügner. Das ist ein dämlicher Lügner. Wenn man hier runterspringt, dann ist man tot. Glaubt solchen Leuten nicht. Wenn sie sagen, versuch's mit Absprung, glaub ihnen grundsätzlich nicht. Wenn du dir sicher bist, dass es richtig ist, mach's, aber bei solchen Sachen eindeutig nicht. Oh, hier ist jemand gestorben. Wie ist er denn gestorben? Ja, er wollte sich heilen, hat sich zu früh, also hat versucht zu heilen, hat es nicht geschafft, nachdem es lange dauert, und ist dann gestorben. Also dann, in diesem Sinne, mit dem Tod in Gedanken, verabschiede ich mich für diesen Part. Im nächsten Part werden wir hier weitergehen, diese, ja, die Stadt weiter erkunden, schauen, was hinter dieser Nebelwand liegt. Und bis dahin würde ich sagen, tschüss, vielen Dank fürs Zuschauen, wie ihr gewohnt. Wenn es euch gefallen hat, bitte liken, kommentieren und auch abonnieren. Würde mich sehr freuen. Verbesserungsvorschläge habt, bitte sagen. Hier geht ein Spieler durch unser Spiel. Und tja, haut rein. Ich freue mich auch wieder auf euch fürs Nächste.